Der Edersee, einer der Touristenmagneten im Kreis Waldeck-Frankenberg mit der Sperrmauer. Schloss Waldeck im Hintergrund und natürlich der Edersee-Schifffahrt bei vollem See immer ein tolles Erlebnis. Direkt am Vorplatz ist dann von vielen Kindern besonders beliebt der Aquapark, der den Lauf der Eder und die Sperrmauer nachbildet. Hier tummeln sich bei schönem Wetter viele Kinder, planschen im Wasser. Besonders Anziehungspunkt ist das neue Besucherzentrum. Los geht's. Ja, ich freue mich, dass wir nach einem Jahr hier uns treffen können und einfach ein bisschen Bilanz ziehen. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Projekt umsetzen konnten nach jahrzehntelanger Diskussion. Und es ist wichtig, dass wir hier am Sperrmauer Vorplatz, an dem Hotspot am Edersee, gelandet sind mit dem Besucherzentrum, wo wir uns touristisch darstellen können. Aber mir war auch wichtig, für die Besucher etwas darzustellen in Form von der Ausstellung, wo die Geschichte und die Rahmenbedingungen des Edersees im Edertal beschrieben werden. Und ich glaube, das ist eine runde Sache. Und ja, der Baustil wird oft kritisiert, aber ich glaube, er macht neugierig und das ist ja auch ganz wichtig für so ein Bauwerk. Und ich freue mich einfach aus dem Anlass heute auch hier daran zu erinnern, dass wir jetzt ein Jahr im Betrieb sind. Ja, wir haben einfach mal ein paar Zahlen zusammengetragen, wie das letzte Jahr denn so gelaufen ist. Und die Erkenntnis ist erstmal grundsätzlich, dass es wesentlich besser angenommen wurde, das Besucherzentrum, als das ursprünglich gedacht war. Es waren mal so kalkuliert 50 bis maximal 60.000 Gäste insgesamt, die wir so im Jahr erwartet haben. Und Überraschung, wir haben es immerhin geschafft, im letzten Jahr schon über 100.000 Besucher zu haben, nämlich 132.000 und insgesamt in den einen Jahr jetzt schon fast 160.000 Gäste, die wir hier empfangen durften, die wir hier mit einem guten Service versehen durften, die wir hier beraten durften. Und etwa 20.000 Gäste haben den Ausstellungsbereich besucht. Da werden wir gleich noch ein bisschen was zu hören, wie das so läuft und wie das bei den Menschen ankommt. Wir haben, nachdem die Gemeinde ja hier wirklich viel Geld investiert hat, dann noch 3 Vollzeitarbeitsplätze schaffen können, um den touristischen Service hier sicherzustellen. Die werden noch unterstützt von 3 Aushilfskräften und auch vom gesamten Team. Das muss man auch mal dazu sagen. Wir haben im Sommer rein rechnerischen Personalbedarf am Tag von 6 Vollzeitkräften, wenn wir die Beratungszeiten mit einplanen. Und jetzt haben wir das so gemacht, dass wir auch aus dem gesamten Team immer wieder unterstützen. Auch bei Ausfällen, das ist ja klar, Menschen haben mal Urlaub oder sind mal krank, sodass wir das insgesamt über das Team der Edersee Marketing ganz gut abgedeckt bekommen und freuen uns natürlich, dass wir hier einfach so viele Gäste beraten dürfen. Wir haben auch natürlich einen kleinen Shop mit dabei und wer glaubt es kaum, deswegen ist es auch nochmal extra hervorgehoben, im digitalen Zeitalter, was wird am meisten von den Menschen so mitgenommen? Postkarten. Also es ist echt erstaunlich, tausende Postkarten werden hier tatsächlich an die Menschen weitergegeben. In der Regel wird auch gleich noch oftmals nach einer Briefmarke gefragt. Und was halt auch gut läuft, das sind einfach so kleine Magneten, wo wir halt dann entsprechende Abbildungen hier von der Region, von der Talsperre, vom Edersee mit drauf haben. Deswegen haben wir es nochmal hervorgehoben, weil das für mich persönlich immer auch sehr wundert, dass im digitalen Zeitalter doch auch diese analogen Dinge doch mitgenommen werden. Ja, also die Besucherzahlen hier nochmal so ein bisschen grafisch aufgeführt, ist natürlich so, dass wir direkt nach der Eröffnung im letzten Jahr hatten wir dann einen richtigen Hype. Logischerweise, weil natürlich die Menschen neugierig waren. Wir haben das eben schon kurz gehört. Die Bauweise ist doch eine Besonderheit und es ist auch ein bisschen immer erklärungsbedürftig, dass es einen Querschnitt der Talsperre darstellt. Das ist aber gar nicht schlimm, weil so kommen wir natürlich dann auch in Kontakt mit den Menschen. Und das erleichtert den Einstieg in das Gespräch auch oftmals ein bisschen. Und da hatten wir dann auch tatsächlich im Mai 29.000 Gäste in einem Monat hier empfangen dürfen. Das war eine echte Herausforderung, aber man hat auch gesehen, dass es einfach vielen wichtig war, mal auch in das Innere des Gebäudes zu schauen. Das ist ja, die Neugierde war groß, sagen wir es mal so. Und das hat sich dann natürlich über die Saison, im Sommer hat man natürlich starke Besucherzahlen und im Winter lässt das aber saisonal bedingt bei unserem Edersee so und so immer etwas nach.
Das Gleiche natürlich auch im Ausstellungsbereich, da auch natürlich am Anfang erstmal ein höherer Zuspruch und dann hat sich das über die Saison so ein bisschen ausgeglichen. Ja, wir haben auch versucht, gleich im ersten Jahr schon auch nochmal ein paar Aktionen zu machen für die Besucher, zum Beispiel die Lange Nacht, die trotz wirklich sehr schlechten Wetters hat geschüttet, wie aus Eimern, sehr gut angenommen wurde. Wir hatten, glaube ich, an den Abend über 800 Gäste insgesamt. Viele von denen haben hier sich umgeschaut, haben die Ausstellung besucht. Also das war auch nochmal ein toller Erfolg. Das werden wir auch in diesem Jahr wieder durchführen. Da müssen wir nochmal gucken, wann das genau stattfindet. Aber wir sind schon von einigen auch angesprochen worden, die gesagt haben, hey, das war eine tolle Idee, wollt ihr das wieder machen? Sodass wir davon ausgehen, dass wir da auch wieder eine Aktion machen werden. Wir haben auch aufgrund der Gästerückmeldungen uns ein bisschen umgestellt im Angebot im Shop. Also zum Beispiel bieten wir eher Hoodies an und T-Shirts, die immer wieder nachgefragt werden. Wir haben jetzt Kooperationen auch mit regionalen Anbietern und bieten regionale Produkte hiermit an, die auch sehr gut angenommen werden von den Gästen, sodass wir auch immer den Bezug zur Region herstellen können. Und also es geht nicht nur um die Beratung und den Service, sondern es geht auch darum, dass die Menschen auch einfach Souvenirs, Andenken mitnehmen wollen. Und da spielen die regionalen Produkte im Tourismus per se immer schon eine große Rolle in den letzten Jahren. Und das haben wir nochmal aufgegriffen und das wird halt auch sehr gut angenommen. Ja, wir haben noch ein kleines Image-Video. Ich weiß gar nicht, ob ich das einfach mal laufen lassen soll. Können wir vielleicht auch jetzt heute erstmal lassen. Das findet sich auch auf der Website des Besucherzentrums und auch auf der Website der Region. Ist ein kleiner Einstieg, man kriegt so einen kleinen Eindruck ins Gebäude, in den Service und natürlich auch in die Ausstellung. Und ja, das können wir immer nur wieder anbieten, wer mal sich einen ersten Einblick verschaffen möchte. Schaut einfach mal online und findet da dann auch das Video. Jo, soweit vielleicht mal zu den Zahlen. Nochmal vielleicht zwei, drei Sätze, Gabi, trotz angeschlagener Stimme, nochmal vielleicht zur Ausstellung, vor allen Dingen zur Reaktion. Und das ist das, was mich immer beeindruckt, muss ich sagen, unserer Gäste, wie die teilweise dann hier oben wieder am Counter stehen und ihre Erfahrungen kurz berichten. Vielleicht sagst du da nochmal ein paar Sätze dazu. Ja, sage ich gerne nochmal ein paar Sätze dazu. Also es ist wirklich unglaublich, es wird immer sehr gern angenommen, unsere Ausstellung. Es ist halt auch was ganz Besonderes, was wir unten zeigen, und zwar wirklich eine animierte Zeitreise, die es so eigentlich auch gar nicht gibt in Hessen. Also wir sind da schon so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, was wir hier haben. Wir erzählen praktisch die Geschichte des Edertals von der Kaiserzeit bis heute. Und die Reaktionen der Leute und der Gäste ist teilweise sehr unterschiedlich. Manche sind sehr ergriffen, manche kommen dann hoch und sagen, ach, ich muss mich jetzt erstmal sammeln. Das war schon sehr beeindruckend. Ältere sagen dann, ja, es erinnert mich sehr an die Kriegszeit, ich habe doch einiges vergessen. Viele Leute, die auch aus der Region kommen, sagen, ja, meine Oma war damals mit dabei, die hat das ja immer erzählt, aber das jetzt so zu sehen, das ist schon was ganz Besonderes. Und das ist schon sehr ergreifend auch und freut uns natürlich auch sehr, dass das bei den Gästen so gut ankommt und die halt auch so mitfiebern, wenn sie dann in dieser Geschichte sind.